Der HCM Rostock geht mit einem weiteren Sponsor in die kommende Saison. Der Handball-Zweitligist gewann eine Rostocker Traditionsfirma als neuen Partner. Für die Handballer aus der Hansestadt geht es künftig nicht nur sportlich in der zweiten Bundesliga um die Wurst. Auch in wirtschaftlicher Hinsicht weiß der Traditionsclub einen starken Partner aus der Region an seiner Seite. Die Rostocker, welche für ihre Wurst- und Schinkenspezialitäten bekannt ist, wird den HC Empor in der neuen Spielzeit für ein Jahr unterstützen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete der Verein und das Rostocker Unternehmen am Montag in der Geschäftsstelle des HC Empor. Sehr zur Freude des Geschäftsführers Tobias Blömer. Weil der HC Empor ein Traditionsverein ist mit einer langen Geschichte in Rostock. Und wir sind ein Traditionsunternehmen, was dementsprechend auch eine lange Tradition hat. Und das Zweite ist natürlich, dass der HC Empor auch sehr, sehr stark in der Jugendarbeit verantwortlich ist in der Stadt. Und dass wir so das Engagement gerne fördern möchten und auch erhalten möchten vor allen Dingen. Gerade in diesem Falle geht es aber auch um Erhaltung und nachhaltige Zukunftssicherung. Die Rostocker unterstützt seit Jahren Kinder- und Jugendprojekte in Mecklenburg-Vorpommern und tritt als Sponsor bei vielen Sportvereinen in Rostock auf. Da war das Engagement beim HC Empor naheliegend. Handball ist in Deutschland die Nummer 2 der ganzen Sportarten. Dementsprechend sind auch viele Jugendliche dort verankert, gerade auch im Umkreis von Rostock. Und ich glaube, das ist auch eine nachhaltige Förderung, wenn man den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, auch langfristig mit der Option in der Hansestadt, im Land, einen Verein zu haben, der in der zweiten Liga spielt. Na dann, auf eine gute Zusammenarbeit und eine erfolgreiche Handballsaison.